So, an dieser Stelle speichere ich jetzt nochmal ab. Da gehen wir jetzt nicht rein. Guck mal, da kommen immer wieder welche nach. So, pass mal auf. Boah. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie machen wir das am besten? Wir müssen dieses Vieh irgendwie... Ich würde es ja vielleicht doch ganz gerne mit denen... Aber da müssen wir auch sowas von mit vorsichtig sein. Oh. Das war vergeudet. Entschuldigung. Könntest du mal hier kaputt hauen? Okay. Nur geh. Alter. Ja, ja, du wolltest da doch hin. Du wolltest da doch hin. Mann, du wolltest da hin. Tu's. Und wir kriegen hier wieder richtig die Fresse voll. Alter. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Also ihr seht, ist nicht einfach, das Vieh davon zu überzeugen. Mal gucken, ob wir ein bisschen das sparsamer machen können. Also das ist jetzt genauso schwer wieder. Boah, wieder hinten an der anderen Stelle. Ich will jetzt nicht, dass wir hier Sprungschaden erleiden. Aber es ist auch nicht einfach, dahin zu kommen. Pass mal auf. Vielleicht können wir das Ding ja hier nochmal überzeugen. Aber ich befürchte nicht. Das hat bis jetzt alles noch nicht wirklich viel gebracht. Und wir kriegen voll den Saft ab von dem Vieh. Alter, dass sie das nicht mal gepatcht haben. Im Laufe der Zeit. Also ihr seht, so kommen wir auch nicht weiter. Boah. Ich meine, das ist aber jetzt die letzte hakelige Stelle, die wir hier haben bei Half-Life. Das heißt, wenn wir das hier geschafft haben, dann müsste das soweit gehen. Also dann kommt auf jeden Fall hier von dieser Sache her keine weitere hakelige Passage. Ja, ich kann das Vieh ja jetzt auch nicht an die Ohren packen, ne? Und dahin locken. Das muss schon von sich aus ein bisschen mitmachen, das Vieh. Also wir machen auch diese kleinen Spinnen hier zu schaffen. Geh durch. Ja, mach es, mach es, mach es, mach es, mach es. Jawoll. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die hier noch erledigen können. Dass die uns hier gleich nicht nerven noch. Da laufen immer noch genug rum. Alter Schwede. So, pass auf. Sieht nicht ganz so lustig aus. Wir haben wieder einiges verloren, aber obwohl 89 und 78, das geht noch. Wir gehen jetzt weiter. Das haben wir geschafft. Jetzt bin ich echt am Überlegen, auf was ich umschalte. Oh, böse Falle. Böse Falle. Egal. Wir gucken jetzt trotzdem mal. Hui. Da ist das Vieh. Sollen wir jetzt draufspringen? Ich weiß nicht, wir speichern mal. Sollen wir draufspringen? Nein, ne? Wir springen doch nicht drauf. Nein, will wir nie machen. Ach, guck mal, jetzt ist es weg. Oh. Ich kann mir übrigens nicht mehr zurück. Alter, 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 alter. Ah. Energie jetzt auf 90% Energieunterstützung.
So, pass auf, und jetzt müssen wir das Vieh töten. Jetzt müssen wir das Vieh töten. Und Achtung, es speit uns hier wieder seine Viecher hin. So, jetzt geht es darum, dieses Vieh zu töten. Dass wir dann ein für alle Mal Ruhe haben vor diesem Vieh. Und die scheiß kleinen Spinnen, die kommen schon wieder alle hier hin. Ja, ja, die knabbern an uns, die knabbern an uns. Oh, das war's schon wieder. Oh, oh. Nimm das. Und nimm das. Ja, jetzt haben wir es auch noch hier unten bei uns. Sehr schön, wir haben es erledigt, wir haben es erledigt. Und jetzt erledigen wir noch seine Nachbrut. Geil, wir haben es zerfetzt. Aber seine Nachbrut töten wir trotzdem noch. Wir haben dich und deine Nachbrut getötet. Aber da ist doch noch was. Da auch noch. Alter, bist du blind? Was für eine Waffe. Und was für eine Waffel. Alter Schwede, wir haben alles aufgesammelt. Wir haben das Vieh erledigt. Allerdings sehen wir von der Bewaffnung her ziemlich schlecht aus. Wo ist... Alter, das können wir uns nicht mehr erlauben. Wir sind sonst gleich tot. Kommt da jetzt noch mehr? Alter Schwede. Okay, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt mal unsere Schrotknarre, unser Schrotgewehr. Gespeichert habe ich. Oh, oh. Und es geht weiter. Aber Leute, ich bin richtig froh, dass wir dieses Scheißvieh erledigt haben. Ach, schön, hier können wir uns heilen. Wenn wir nicht drüber hinwegfliegen. Oh, sehr schön. Mein Gott, bin ich froh, dass wir den Teil mit diesem, ja, was weiß ich, mit dieser Riesenspinne hinter uns gebracht haben. Boah, und dann immer diese kleinen Minispinnen, die die abgeworfen hat auf uns. Und natürlich diese nukleare Seuche. Oh Gott, das gab's ja auch noch. So, das dauert natürlich jetzt hier immer ein bisschen mit dem Aufladen. So, jetzt sind wir bei 100%. Genau da habe ich abgespeichert. Was? Was habt ihr getan? Eindringling. Ja, das sind wir. Getan. Was habt ihr getan? Vertan, vertan. Sprach der Hahn und stieg vom Schwan. Da oben. Guten Abend. Oh, Höhle, Höhle, Höhle. Wir sollten auch mal nachladen zwischendurch. Alter! Alter, was ist denn hier? Oh, wieder nicht nachgeladen, wieder nicht nachgeladen. Da ist so ein Vieh, was wir in diesem Transporter, in diesem Teleporterraum hatten. Boah, ich glaube, da spawnen immer mehr da draußen von den Viechern. Können wir uns heilen? Ja, ein bisschen Energie haben wir auch bekommen. Das ist schon mal sehr gut. 42%, so gespeichert. Alter Schwede, ich glaube, da draußen spawnen immer mehr. Also wie gesagt, ihr seht's jetzt, ne? Das ist der Planet Xen. Wer hätte das gedacht? Voll mit außerirdischen Wesen, die uns töten wollen. Sagen wir es, wie es ist. Sie wollen uns einfach töten. Sie haben uns wohl nicht lieb. Aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht, ob die meine Let's Plays geguckt haben und uns deswegen nicht mehr lieb haben. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns mal überraschen. So, das hier hauen wir erstmal kaputt.
Und wir sparen Munition. Also das ist ganz wichtig. Ach du Scheiße. Das war ja gerade fast wie eine kleine Vergasung. Und da haben wir auch richtig Schaden bekommen. Naja, egal. Wir machen jetzt trotzdem weiter. Ah, das ist immer ein bisschen laut auf meinen Ohren. Ah, so ist besser, so ist besser. Mensch, hätte ich da die ganze Zeit nochmal runterregeln sollen bei mir auf den Ohren. Oh, vor allem ist das immer so ein komisches Gefühl. Ich habe, wenn ich dann das so laut auf den Ohren habe, ist man natürlich versucht, hier reinzuschreien. Das sollte man aber natürlich nicht machen. Und das ist halt ein bisschen komisch, ne? Wenn man dann absichtlich versucht, ein bisschen leiser zu reden. Oh. Da hinten. Dieses Vieh, was da gerade irgendwie am Abdancen ist, kennen wir ja auch schon aus unserer Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ne? Aber das Vieh ist da hinten nur am Dancen, wir treffen es nicht. Das ist voll am Rumzappeln. Aha. Wir mussten uns also erstmal ein paar Mal von dem Vieh treffen lassen, damit wir es treffen können. Ah ja. Das soll wohl als ausgleichende Gerechtigkeit dienen oder wie oder was? Keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen was eingesammelt. Für einen Raketenwerfer. Ach komm, hier. Mann, es ist immer die Frage, was nehmen wir? So, nochmal abspeichern. Ganz wichtig, falls wir hier verkacken. Wozu dient das? Oh, nein! Speichern. Oh oh. Oh oh. Und nü? Und nü? Oh oh. Nein! Hilfe! Ach du Scheiße. Okay, den haben wir gekillt. So, pass mal auf. Scheiße, ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht sofort wieder runtergehen. Alter, man muss hier echt gut lenken. Aber weißt du was? Oh nein! Scheiße, wir haben ja wieder ganz leicht Munition da eingesammelt. Ich wollte eigentlich das hier nehmen, um da unten mal so ein paar Dinger kaputt zu schießen. Oh, wo wir, glaube ich, jetzt gerade gar nicht drankommen, wa? Das ist nicht einfach. Wir haben Schaden genommen, aber egal. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie nochmal wieder runter. Da hinten. Da haben wir eine Fahrkarte. Alter Falter. So, wo ist die nächste Fahrkarte? Ah! Scheiße. Ey, überall sind hier die Viecher und da muss er. Ja, ja, ja. Stirb, du Luder. Ah, das war natürlich jetzt teuer erkauft. Wir haben keine Anzugenergie mehr und ich weiß immer noch nicht, wo wir jetzt hier drauf springen sollen. Alter Schwede. Können wir denn da hinten schon hinspringen? Komm, ach scheiße, ich speichere jetzt ab. Vielleicht war es jetzt nicht so gut. Und vielleicht kriegen wir zu viel Schaden. Was habt ihr getan? Ja, was wir getan haben, frage ich mich auch gerade. Was haben wir getan, um das hier zu verdienen? Hilfe. Ich vermute ja, dass wir auf diesen da drauf müssen. Ups. Ah, da ist natürlich jetzt ein bisschen Schofel. Wir haben hier echt keinen mehr unter uns sonst, ne?
Mensch, das dauert doch total lange, bis wir da in der Konstellation sind, dass wir auf den da drauf springen können. Das ist doch scheiße.